Frisch aus der Drogenhöhle. Oder was auch immer das hier ist. Diese geistliche, spirituelle Aura, die hier rumschwebt, die mich total wischiwaschi macht. Schönen guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Freue mich riesig, dass ihr wieder reingeschalten habt. Eine weitere Folge Far Cry hier bei mir beim Ralf. In der letzten Folge haben wir den Puma gekillt. Nicht den hier, das ist mein Helikopter. Das sieht aber aus wie ein Puma. Und ich würde sagen, da steigen wir auch mal wieder ein. Als Mission habe ich jetzt gerade die Hauptmission gemacht, aber es war eine Nebenmission. Ich glaube, es war eine Nebenmission. Ich glaube, ich würde mich... Ja, Prepper-Verstecke würde ich auch mal gerne wieder machen. Sekten-Außenposten habe ich hier gerade noch keine. Ich könnte aber einfach mal einen auswählen und hinfliegen. Wobei, ich sehe gerade noch keinen. Ich würde sagen, wir fliegen mal ein bisschen random. Machen wir das einfach mal so. Habe ich auch schon noch nicht mehr gemacht. Einfach mal losfliegen und gucken, wo es uns hinführt. Auf jeden Fall Richtung Osten. Bin ich erstmal nicht verkehrt, denke ich, wenn ich hier so ein bisschen mal an den Gebirgsketten entlang fliege. Hier ist auch richtig was los, ne? Vielleicht sollten wir da mal hinfliegen, um ein paar Hauptmissionen wieder freizuschalten. Eine Jägerin. Ups, bisschen Baum gestriffen. Das hier scheint ein sehr großes Jagdgebiet zu sein, oder? Hier ist nicht wirklich viel los. Ah, da vorne noch die Bäume. Ich glaube, das ist ein kleines Dorf. Sehr, sehr abgeschieden. War das nicht das Trainingscamp, was ich hier gemacht habe? Jo, dieses Trainingscamp. Hier war ich schon. Meint, ich kann unter der Brücke durchfliegen. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, jetzt nicht einmal frei. Ja, komm. Komm jetzt raus hier. Ja, easy. Ich frage mich wirklich, wie ich mich gerade durch diese Brücke gezwängt habe, aber es hat funktioniert. Wieder unten, schau mir die so an. Ah. Plupp. So schnell geht's, ne? Über Leichen auf der Straße. Job done. Also mit dem Helikopter ist es auch ganz geil, die Straßen hier sind lang zu fahren, in Anführungszeichen. So wird die Mission auch ganz schnell erledigt, ne? Da unten steht die. Sorry. Komm ich jetzt noch rechtzeitig, wie ich die retten will? Genau, verkackt, ey, war so klar. Töte keine unschuldigen Zivilisten, ja, Entschuldigung. Ist auch gar nicht so leicht, nur Raketenwerfer. Ist das ein Gegner?
sehe die nicht. Volle Konzentration, Leute. Der Bär hat auch geregelt, sehr gut. Cheeseburger hat einen Kill gemacht, let's go. Oh, guck mal, wegen Cheeseburger habe ich Vorratspunkte bekommen. Auch danke. What the fuck? Was war das denn? Das war ja freaky, oder? Mit den Drogen-Dings da, Monster. So ein großes Gebäude und ich kann hier drin nichts machen. Alter, wir haben den nicht getroffen. Was? Ja genau, so treffe ich ihn. Natürlich, irgendwie ganz komisch durch den Wald in die Tür und... Warte, ein Schwachsinn, ey. So, guck mal, was? Hallo? Schweißbrenner benötigt. Nein, nicht das falsche Menü. Schweißbrenner benötigt. Schweißbrenner. Ah, ich habe leider nur 2 und er kostet 5. Schade. Ich glaube, den hole ich mir als nächstes, weil Saves knacken mache ich mir sehr gerne. What the fuck, hallo? Was hast du denn? Oh nein! Ich depp. Ich hoffe, dass jemand Zivilisten tötet zurzeit. Ja, ja, ausschwärmen suchen. Ich bin aber hier, Mann. Brauchst nicht schwärmen. Steht direkt vor dir. Zivilisten gerettet, sehr geil. Sorry, sorry. Wenn du das nächste Mal einkaufen gehst. Vorteilspunkte. Ich brauche einfach wieder mehr Vorteilspunkte. Ein Bootsanleger mit einem Flugzeug, einem Wasserflugzeug. Wir fliegen mal ein bisschen in die Richtung Berge. Was ist das denn hier Feines? What? Ein bisschen nah am Berg. Oh! Ein bisschen nah an allem. Wieder so eine Plantage, aber die scheint nicht so illegal zu sein. Na, wo willst du denn hin? Ja, immer schnell rausspringen, Jungs. Ich habe wieder alle 3 getötet. Musste mal reinziehen. Manchmal bin ich godlike hier. Um auszuhalten, wie gut ich bin im Spiel. Ich glaube, wir sollten öfters mal hier rumfliegen. Das macht auf jeden Fall Laune. Oh, ein Gewächshaus von Scheiße. Verstärkung ist unterwegs! Ah, er soll Römer kommen, ey. Scheiße.
Oh no, ich habe einen Teddybären gekillt. Gar nicht so leicht, die Gegner immer zu sehen, das ist ein Helikopter. Sorry, Teddy. War nicht so gemeint. Nice. Schön mit dem Heli alles geregelt. Das Gewächshaus mal platt gemacht. Und jetzt schön selber Drogen erstellen, ne? Hier ist Virgil. Falls du in der Nähe des Jessup-Anwesens bist, habe ich ein Problem, das du lösen könntest. Hast du schon mal von Feeny gehört? Er war Apotheker, aber jetzt arbeitet er für die Sekte und stellt das Bliss für sie her. Also, hier kommt mein Vorschlag. Wenn du die Blumenfelder abbrennst, wird Feeny sicher darauf aufmerksam. Und wenn er kommt, naja, ich weiß, wie du arbeitest. Du wirst schon damit fertig. Perfekter Parkplatz, oder, von Feeny? Geschadet, Deputy. Damit darf er nicht mehr durchkommen. Okay, die Sünde des Vaters. Dir schwirrt sicher der Kopf. Ich muss die verbrennen, die Dinger. Ich kann einen Molotow. Ja. Brennen die jetzt oder was ist da los? Nein, hau ab da! Raus, Teddybär! Ah, die brennen nicht wirklich, oder? Die brennen. Hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So rufst du Feeny auf den Plan. Ich frage mich nur gerade, wie ich diese Sprinkleranlage ausmachen kann. Genau, er geht erstmal rein und zieht sich eine volle Dröhnung rein. Okay, ich würde sagen, wir brauchen entweder ein Ventil. Ja, der Bär rennt da immer durch, ne? Der hat's auf jeden Fall. Der ist voll auf dem Trip. Ah, hier. Sieht gut aus. Die Blitzfelder! Beschützt die Felder! Die wollen sie verbrennen! Bist du sicher, dass du das tun willst? Diese Blumen bringen Hoffnung. Und du bringst Verwüstung. Sie verbrennen die Felder! Haltet sie auf! Die Tante! Wolltest du mich wieder voll quatschen, ey? Gleich mal in den Kopf geschossen, Alten. Hey, Deputy! Feeny kommt zu dir! Mach dich bereit, das ist deine Chance! Okay, hier ist Feeny. Wir sind gerade eingetroffen. Was geht da unten vor? Nur weiß im Griff, Mann. Raus hier! Das ist eine Falle!
Welt. Liebe auch. Helikopter. Ich bin stolz auf dich, Deputy. Und ich glaube, mein Sohn wäre es sicher auch. Ah, oh, stimmt, er ist ja tot. So, habe ich dann jetzt schon weitere Punkte bekommen? Vorteilspunkte? Nee, immer noch nicht. Schade. Also, die Helikopter sind voll OP, finde ich, in dem Game. Ich kann ihn nur rekrutieren, oder? Ah, oh, will ich nicht. Er ist stark, er ist hart, er ist Cheeseburger. Er ist stark, er ist hart, er ist Cheeseburger. Okay, das ging jetzt sehr fix, muss ich sagen, hier die Bude aufzuräumen. Hier drin ist nicht viel zu tun. Loot sehe ich aber auch nicht viel. Du hast also die Leute aus dem Gefängnis. Sorry, dass ich immer da ballern muss, ne? Unsere Leute suchen nach Marshall Burke. Aber Radio. Aber wir wissen alle, dass er ein Bliss ist. Er könnte überall sein. Na, danke für nichts. Das war immer eine sinnvolle Information. Hey, Schätzchen. Fühlt sich an wie auf heißen Kohlen. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben das gefunden. Den Harrison-Wachturm habe ich gefunden. Was ist das denn? Ja, komm eigentlich ganz gut zurecht bis jetzt in dem Gebiet. Die Tasse, schwebt die? So ein bisschen, ne? Ne, sieht nur so aus. Ah doch, die schwebt, ne? Hier, keine schwebenden Tassen. Dulde ich nicht in meinem Spiel. Schneller Helikopterpilot. Auch voll geil, dass ich den durch den Boden vom Helikopter gekillt habe. Geht der mal runter, oder? Ja, okay. Dachte schon, es dauert ewig. Ja, ab in den Heli. Ja, ich habe ja ein paar kaputte Helis hier liegen lassen, also wenn die auch ein bisschen fliegen wollen, müssen wir nur reparieren. So, rein in die gute Stube. Dann gucken wir uns mal um. Also, wo sehe ich denn nochmal, wie ich Punkte kriege hier? Ich muss starke Gesamtkills machen. Habe ich denn schon irgendwas hier angefangen? Ah, ich muss... Ach, guck mal. Ich muss Boomer dazu holen und ihn 10 Kills machen lassen. Wingsuit-Distanz. Ah, ich könnte ein bisschen durch die Gegend fliegen. Homöopathik habe ich noch gar nicht benutzt. Also zweimal, aber nicht wirklich oft. Fernkampfkills. Töte Gegner mit mindestens 150 Meter von den Fernsehen. Ah, den kriegen wir hier noch, oder? So ein Fernkampfkill, 150 Meter. Sonst noch einen coolen Spot suchen. Aber wahrscheinlich wird es eher so ein Kill, der aus Zufall passiert. Ich glaube, wenn ich das wirklich machen will, kriege ich das gar nicht hin. Zumindest kenne ich mich ja so gut, dass ich glaube, dass es so sein wird. Nein, Alter! Oh, die Geisel ist schon wieder getötet. Heute habe ich es wirklich mit Leuten töten. Also, und ihr da so? Wie geht's euch so da unten? Sobald ich auf Fahrzeuge baller mit dem MG, ist die komplette Besatzung im Arsch. Also zumindest sieht es so aus, oder? Weil es sind auch gerade in die Gefangenen rausgefallen und ich habe extra nur auf die Vorderseite von dem Truck geschossen. Aber ist nicht so gut gelaufen. Habe ich mir anders vorgestellt. So, ich könnte theoretisch zu Klatsch nixen. Das sind Brötchen hier.
Jetski. Ist einer von den Lieben oder was hier? Ja. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das erkannt habe. Auch schön, oder? Einer der Lieben. Voll die Kindersprache hole ich hier raus. Helikopter fliegen in Far Cry. Nice. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das Game auch habt. Fliegt mal ein bisschen Helikopter. Das macht Urlaune. Ach nein, das ist ja die Mission. Nee, das will ich nie machen. Die mache ich, da mache ich mal eine extra Folge mit den Klatschnixen. Wie soll ich sagen, Specials. Das sind ja so Aufgaben, die man erledigen muss. Und die machen wir einfach ein anderes Mal. So, theoretisch können wir mal ein bisschen Richtung Norden hier. Wir haben viele Hauptmissionen jetzt zur Verfügung. Aber ich gucke nochmal ganz kurz auf die Vorteilspunkte. Kills mit Pfeilen kriege ich auch 3. Flammenwerfer, Granatwerfer, Raketenwerfer. Ja, ich glaube, mit der Zeit. Aber vielleicht sollte ich dann auch mal in meinen Setup mal ändern und wirklich dann Pfeil und Bogen spielen. Ich würde sagen, das probieren wir aus. Wo ist denn hier der nächste Waffenfuzzi? Direkt hier vor der Haustür. Sehr gut. Aber ich muss Richtung Norden, oder? Na, hier rüber muss ich auf jeden Fall. Dann werde ich jetzt mal nämlich die Waffen komplett neu ausstatten. Dass wir auch mal ein bisschen was anderes sehen, mit dem ich ballere. Und ist ja auch vielleicht ganz cool, wenn sich das jemand schon gewünscht hat in den letzten 2 Tagen, weil ich ja euch gebeten habe, in die Kommentare zu schreiben, was ich machen soll, was für Missionen oder was für Waffen und so ein Kram ich nehmen soll. Dann passt es ja schon mal ganz gut. Das war auch ein geiler Fight hier. Komm, wir sind so cool drauf, wir landen hier innen drin. Kenn ich nix, ne? Heli? Hallo? Heli? Ciao, Heli. Alter, aber wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Alter, was? Seht ihr das? Klippt zum Glück nicht durch die Wand. Die hier könnten ohne jede Hilfe... So, wir nehmen als Waffe, da muss ich halt echt mal wirklich hier so ein bisschen wechseln. Den Bogen nehmen wir. Dann nehmen wir, oh, rot sieht schön aus, ne? Als Visier haben wir hier Rotpunsch. Handhabung geht runter. Ne, ich bleib hierbei. Außen überleben. Dann schauen wir nochmal kurz. Also, Pfeil und Bogen brauche ich auf jeden Fall. 6 Kills. Flammenwerfer brauche ich und Granatwerfer. Ich hab Das wird lustig. Flammenwerfer. Da war ich mir sicher, ich hatte schon einen. Das ist der Raketenwerfer. Oh Gott, ist das denn, Alter. Damit kannst du deine Raketen durch Zielen steuern. Nett. Ja, kaufen wir, ne? Vom Outfit her. Wow, blau ist geil. Was für eine schicke Farbe, ey. Und da geht noch ein Zielvisier. Warum auch nicht? Und Flammenwerfer was? Das könnte schwierig werden, Leute. Aber ich werde die Punkte haben. Nehmen wir Gold. Bei der alten Radon-Mine. Ja, laber mich doch nicht voll. Und Munition sollten wir vielleicht auch kaufen. Ich dachte, das sei die Sekte. Aber alles ist die Sekte. Flammenwerfer. Raketenwerfer, den ich ziehen kann. Da bin ich mal gespannt, wie das geht. Und Pfeil und Bogen.
Okay. Zumindest haben wir schon mal uns gut ausgerüstet. Also, die Waffen sind bereit, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, ihr auch, denn das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn ihr die Folge heute früh gesehen habt. Und einen guten Start ins Wochenende. Schaut auch mal bitte bei mir auf Twitch vorbei. RalfingerTV heiße ich da. Würde mich freuen, wenn wir uns im Livestream sehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und wie gewohnt, ab Montag geht es dann wieder weiter mit der nächsten Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare. Danke für die Likes und bis bald.